transport qu'on fait. J'ai un autre stress, mais quand même, c'est comme... C'est 7 euros, Herr Dräger, Sie haben früher kaum Beziehungen zum Zirkus gehabt und jetzt nehmen Sie das als Thema für eine ganze Serie von Zeichnungen. Wie hat sich das ergeben? Ich war in Köln, habe dort Theater gespielt und sah den Zirkus und hatte eigentlich keine Ahnung. Ich spürte nur eine Atmosphäre, die mich interessierte. Ich bin nachmittags in die Kindervorstellung reingegangen, das war nur vor ein paar Jahren. Und war so fasziniert von dieser Atmosphäre, von speziell von Zirkus Roncalli, dass ich mich sofort entschlossen hatte, einen Zirkus Roncalli-Zyklus zu machen. Das wird nun ein Buch. Ja, das wird ein... Wird das eine Illustration eine, oder eine selbstständige Sache, ein Zusatz, eine Art Programmheft? Nein, ich habe mir nun beide Programme vom Zirkus Roncalli angesehen, das jetzige und das damalige. Und beide Impressionen, sagen wir mal, die Impressionen beider Programme vermische ich als eine eigene Zirkusvorstellung. Und dieses Buch, was ich gemacht habe, ist ein Bilderbuch für Erwachsene und Kinder und heißt auch Die Reise zum Regenbogen. Hier habe ich auch nicht versucht, das Zirkusprogramm zu illustrieren oder eine Dokumentation zu machen, sondern die Fantasie, die ausgelöst worden ist. Bei mir habe ich dann die Figuren genommen und umgesetzt in neue Bilder. Denn das war ziemlich schwierig, denn der Zirkus serviert Illusionen, Märchenhaftes, Schönheit in Fantasie in so guter und herrlicher Form, dass es für mich als Maler sehr schwierig wurde, eine neue Dimension zu bringen. Das wird also sozusagen eine Art Zirkusbesuch, wenn man das Bild, ja, das Buch durchblättert. Genau, es soll eigentlich wie ein Zirkusbesuch sein. Können Sie mir noch sagen, wie Sie da technisch vorgegangen sind? Denn der Zirkus hat ja alles sehr schnelle Bewegung und die Bilder sind ja im Moment wieder verschwunden. Ja, das war ein großer Zeitaufwand. Ich war monatelang, bin ich mit dem Zirkus gereist. Ich war in München dabei, in Recklinghausen, in Köln und habe dadurch fast jede Bewegung auswendig gelernt und habe es skizziert. Und aus diesen Arbeitsskizzen habe ich mir dann die Bilder, die Bildkomposition gebaut.